Alter Falter. Hier schaut's aus. Das ganze Haus ist komplett eingewachsen. Aber die ganze Hütte sieht irgendwie einsturzgefährdet aus. Hier geht's genauso weiter. Das Ding ist komplett voll, bis unter die Decke. Leute, ich habe gerade so Schiss, wenn ich ehrlich bin. Ich will jetzt auch eigentlich so schnell wie möglich hier wieder raus, weil das Ding, das ist einfach nur geisteskrank. Grüßt euch, Freunde, das ist wieder der Onkel David. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin gerade wieder mit einem Kollegen zu einer neuen Location unterwegs. Ich sehe schon was und das erwartet nichts Gutes oder das bedeutet nichts Gutes. Wenn ich da hingucke, das sieht eher katastrophal aus. Leute, wenn ihr wissen wollt, wo wir jetzt hingehen und was wir erkunden, dann nicht abschalten, dranbleiben und los geht's. Ja, Freunde, das ist das Gebäude, in das wir jetzt gucken möchten. Sieht vielleicht vielversprechend aus. Los geht's. Auweia, alter Falter. Hier schaut's aus. Leute, gebt euch den Schuppen. Der ist randvoll und komplett schon eingekracht. Auch hier Wahnsinn. Echt heftig. Auweia. Messi. Alles voll. Echt? Mhm. Oh, und ich hab die scheiß Schuhe an. Hier sind bestimmt überall Nägel drin. Ja, das sind sie schon. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Leute, seht ihr das? Voll gestopft. Bis unters Dach fast. Ja. Hier liegt da einfach mal ein Likör aus Frankreich. Zumindest mal die Flasche. Direkt neben dem Ofen. Was hier für Zeug liegt. Gebt euch das. Oh, Wahnsinn. Alles in Nacken. Jetzt heißt es nur Eingang ins Gebäude finden. Und alles von der Dornen. Jan, wie bist du hier durch? Ah, Gott. Aua. Das war jetzt eine krasse Geburt. Aber da steht auch noch hier so ein Betonmischer. Hier ist alles voll. Alles voll. Das war vielleicht mal der Haupteingangsbereich. Und wir wollen aber rein. Wir wollen reinkommen. Aber auch dieses Tor, oh, mega. Mega. Das ganze Haus ist komplett eingewachsen. Gebt euch das. Übel, oder? Hier nochmal von der Seite. Alles eingewachsen. Weiter geht's, weiter geht's. Und wieder Dornen. Richtig dicke Dornen. Aua. Oh, fuck. Ein Glück. Ein Glück habe ich die dicke Jacke an. Oh. Aua. Das war der Finger. Das war der Finger. Ach du Scheiße. Ihr glaubt nicht, wie voll das gerade ist. Aber bevor ich euch das zeige, guckt mal hier hinter. Hier ist alles vollgemüllt. Aber wirklich alles. Da steht noch irgendeine, so ein Greifer von wahrscheinlich einem Traktor oder irgendwas. So, jetzt geht's rein. Jetzt geht's rein in die gute Stube. Ups. Oh, ja, das ging ja diesmal richtig gut. Und noch rein in die Scheiße hier. Oh, Leute, drinnen. Guck mal, hier stehen schon mal richtig alte Bierpullen. Aber die ganze Hütte sieht irgendwie einsturzgefährdet aus. Ich möchte es an der Stelle nochmal sagen, bitte nicht nachmachen, okay? Wahnsinn. Wahnsinn, was hier abgeht.
So, drin sind wir. Ho. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Leute, gebt euch einfach mal, was hier noch hängt. Das ist der Flurbereich. Hier kommt man keinen Meter. Da kommt man nicht mal rein in die Tür. Hier geht es genauso weiter. Hier komme ich auch überhaupt nicht rein. Gebt euch mal diesen voll gemüllten Raum. Ich mache jetzt mal so. Seht ihr da irgendwas? Ich sehe nämlich gerade überhaupt nichts. Das ist echt krass. Da liegt noch ein aufgeschlagenes Buch. Wahnsinn. Das Ding ist komplett voll. Bis unter die Decke. Kann man da hoch? Ja. Fehlen nur zwei Sprossen, ne? Ja, das geht. Hier oben ist ganz fast die Blau. Echt? Krass. Hier fehlen einfach mal die zwei Stufen. Ja gut, tief könnte man nicht fallen. Boah. Ach du Scheiße. Leute. Gebt euch den Raum. Leute, hier ist Türende oben, ne? Und das liegt ungefähr auf der Höhe. Alles voller Müll. Aber hier könnte man mal in diese kleinen Vitrinen gucken. Da liegen noch irgendwelche Glühbirnen, Schrauben. Naja, war vielleicht mal ordentlich einsortiert irgendwann. Aber allein der Dachboden oben, da bricht das Brett schon durch. Der ist auch rammelvoll. Da hinten hängt auch schon das Brett runter. Ich kann hier nirgendwo laufen. Hier, gebt euch das. Gebt euch das einfach mal. Das ist geisteskrank. Wo soll ich denn hier langlatschen? Hier, bis unter die Decke voll. Boah, wie komme ich denn jetzt hier durch? Alter, so eine Bude hatte ich schon lange gemacht. Alter, ist das voll. Boah. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Oh, da ist ein großes Loch, da kann ich schon nach unten gucken. Die Decke ist auch richtig mies. Ich hoffe, der Jan, der bricht jetzt oben nirgendwo durch und fällt mir auf den Grind. Oh, hier noch so eine alte Bank, Massen an Einmachgläsern. Da auch alles voll, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon gesagt habe, krass, mega, heftig oder alles voll, Leute. Aber es ist wirklich so. Hier ist alles voll. Da haben wir noch so eine alte Wärmflasche. Puh, ja, pfui, da ist die Matratze. Oh, guck mal, da ist hier von der Straßenbegrenzung irgend so eine Lampe. Das ist der einzigste Raum hier, in dem man noch so ein bisschen reinlunzen kann, weil er nicht ganz so voll ist. Das war das Schlafzimmer. Hier hat derjenige vielleicht damals noch geschlafen, in dem ganzen Müll hier. Ah, das ganze Haus ist fertig. Ich glaube, hier ein größerer Sturm und es macht Klack. Ich will jetzt auch eigentlich so schnell wie möglich hier wieder raus, weil das Ding, das ist einfach nur geisteskrank. So, wollen wir es mal wagen? Oh weia. Oh weh, oh weh. Huhu. Ich leuchte jetzt einfach nur mal hier rein, dass ihr was seht, Freunde. Das ist wirklich, das ist nicht ohne hier. Alles vollgeräumt. Leute, bis unters Dach. Ich sehe jetzt gar nichts mehr, weil ich die Cam hochhalte. Aber ihr könnt mal gucken. Wahnsinn, oder? Ich gebe die Cam jetzt mal meinen Kollegen, der zeigt euch mal den hinteren Teil, weil ich will hier nicht mehr weiter hoch. Jan, pass auf, hier sind überall Löcher hier. Ja. Unter dem ganzen Scheiß. Ich pass auf, alles gut. So, und zurück zu dir. Und zurück zum Onkel. So, hallo Freunde, da bin ich wieder. Jetzt müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Was haltet denn ihr von dem Haus? Ich weiß nicht, wie lang das Video wird. Könnte ein kurzes Video werden. Könnte auch sein, dass das Video wieder in so einen Dreiteiler kommt. Weil die finde ich eigentlich ganz, ganz okay. Man hat ein bisschen Abwechslung, hat drei verschiedene Locations. Ist nicht so langatmig. Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Wir gucken jetzt dann unten mal. Vielleicht kommen wir ja unten doch noch in irgendeinen Raum rein. Ein bisschen weiter, dass ich euch noch ein bisschen was zeigen kann. Aber hier oben ist, das ist zu riskant.
muss ich jetzt hier den Namen ein bisschen verpixeln, aber falls ihr dieses Datum erkennt von dem Briefstempel, das ist von 2017. Wir haben jetzt 23, 6 Jahre. Boah, hier hat sich ganz schön was getan wahrscheinlich, oder? Da auch eine alte Waage, oder was ist denn da noch drin in den Boxen? Ja krass, irgendwelche alten Flaschen. Übel. Jan, da unten laufe ich jetzt, gell? Wenn du einbrichst, kriege ich dich auf den Schädel. Passt. Ja. Ich? Ja. Jetzt müssen wir uns hier wieder vorkämpfen. Alter Falter. Scheiße. Oh, hier unten ist mal eine Zeitschrift. Da können wir mal gucken. Oh, die ist halt. Bäh. So, von wann ist denn das Blatt? Da. 97. Da einfach mal noch ein original verpacktes Hemd vom NKD. Wie geil. Ja, aber hier brauchst du wirklich nicht rein. Hier ist alles. Ja. Nee. Alter. Boah. Leute, ich habe gerade so Schiss, wenn ich ehrlich bin. Das Ding ist so baufällig. So, großen Schritt wieder. Oh Mann. Überall liegen hier Zeitschriften und alles mögliche umeinander. So, hier kommen wir jetzt auch nicht rein, ne? Hier habe ich ja reingeleuchtet, aber oh nee, ich will hier nicht drin rumklettern, Leute. Das ist mir einfach zu heiß. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin bis jetzt ja zweimal eingebrochen, vor Cam, einmal ohne Cam. Ja, ist halt einfach nicht so schön. Deswegen nicht übel nehmen, wenn wir hier jetzt halt nicht reingehen. Ne? So Leute, jetzt geht's wieder raus. Komm mit. Guckt mal hier durch, wie wir hier drüber geklettert sind gerade. Da ist der Ausgang. Und da geht's jetzt wieder raus. Also, mitkommen. Lebendig wieder rausgeschafft. Aber wenn ihr euch das anschaut, Leute, das war jetzt eigentlich richtig dumm, da reinzugehen, würde ich mal sagen. Aber wir haben es halt doch gemacht. Nicht nachmachen ist nicht lustig. Vor allem nicht in sowas. Es sieht halt irgendwie echt geil aus, ne? Mit dem alten Holz noch. Das ist uraltes Gebäude. Das sind noch Holzwände. Da ist kein Putz drauf, oben nichts, ne? Hier haben wir noch einen Schuppen. Der ist auch, ja. Wie soll es denn anders sein? Voll gemüllt bis unter die Decke. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alles. Hier liegen auch Massen an Fahrrädern und ja, Rädern allgemein für Fahrräder. Ich kann euch nicht sagen, was hier passiert ist. Keine Ahnung. Hier liegen zig verschiedene Daten. Ich habe jetzt immer mal geguckt von 70er, 80er, 90er und der eine Brief von 2017. Leute, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Strich, hast du schon wieder umeinander? Nix. Nein, wenn du da reingehst, kündige ich dir die Freundschaft, mein Freund. So lebensmüde bin ich. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich muss noch mal einen Kollegen vorbeilassen. Der ist nämlich ein bisschen kamerascheu. Ich habe gerade voll die Dachplatte runtergesehen. Ich muss aufpassen. Ich gehe da auch nicht hin. Der wollte jetzt unbedingt da reingucken. Ne? Und da musste ich ihn jetzt mal schimpfen, den guten Kollegen. Ne? Macht man doch nicht. Man geht doch da nicht rein, wenn man sowas schon sieht. Aber da drüben sind auch noch Gebäude. Das ist halt auf so alten Bauernhöfen immer ein bisschen blöd, wenn man nicht sieht, wo man hinläuft. Weil meistens gibt es hier immer irgendeine scheiß Grube oder einen Brunnen, der ist halt zugewachsen. Pech hast, liegst halt 5 Meter im Wasser. Ne? Das war bestimmt mal ja hier so ein Unterstand für irgendwelche Tiertränken. Auf jeden Fall, Mai, das Gelände ist echt cool. Aber es ist halt echt bescheiden, da drinnen irgendwas zu erkunden, weil man kommt halt nirgendwo hin. Okay, wir haben uns jetzt entschlossen, doch mal hier hoch zu gucken. Weil wir wollen nämlich nicht durch die ganzen Dornen da unten wieder durchlatschen. Drum gehen wir jetzt mal hier oben raus, weil das sieht ein bisschen besser aus. Aber ja, der Weg dahin ist halt auch nicht gerade schön und einfach. Ja, einfach mal über so eine rostige Fahrradfelge steigen. Ja.
guckt euch die Dornen an. Leute, die tun weh. Die tun wirklich weh. Oh, gleich mal einen halben Baum gefällt hier. Aber wenn ihr drinnen den letzten Brief gesehen habt von 2017, Leute, so ein Reifen, dass der so einsinkt, das dauert bestimmt 20, 30 Jahre. Ja, hier wieder Fahrräder. Wahnsinn. Und jetzt hier durch. Oh Gott, zack. Ha? Egal, ich muss da auch hingucken. Lohnt sich nicht. Egal. Die Zuschauer wollen das sehen, oder? Oh. Aber, ja. Ihr wolltet sehen, hier liegen Ziegel, da hinten Autoreifen und ja, eine Holzbaracke. Gut, in dem Fall switche ich jetzt nochmal 5 Meter zurück. Ah, vom Baumast aufgespießt. Ach nee. Dornen. Ist das widerlich. Der Rückblick, schaut mal, das Dach macht da einen richtig schönen Bogen, oder? Ich hoffe, ihr seht das jetzt. So, hui. Ja, nicht so lustig, ne? Aber zum Glück, da sind wir ja nicht rein. Ah, scheiße. Ah, oh, das war am Ohr gesteckt. Oh, Mist. Und wieder die Hand. Alter, das gibt's doch nicht. Aber hier, Leute, das ist das Grundstück. Das ist alles zugemüllt. Komplett. Und da ist einfach nochmal das Haus. Krass. Keine Ahnung, ob ich jetzt ein bisschen überbelichtet bin. Die Sonne scheint mir nämlich gerade voll ins Gesicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like und ein Abo da. Würde ich mich riesig freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, haut rein, euer Onkel David. Tschüss und ciao.